Hoch oben am Berg thront die Leopold-Feigenbutz-Realschule Oberderdingen. Und genau hier würdigt ein festlicher Akt die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung Wirtschaft macht Schule mit der Volksbank Bruchsal-Bretten. Und jetzt kommt es darauf an, Schülerinnen und Schüler ganz gezielt und praxisnah bei der Berufsorientierung zu unterstützen. Die Bandbreite wird sich eben dadurch erweitern, dass eben auch Finanzberufe und solche Dinge mit in die Berufswahl eingezogen werden. Es wird aber sicherlich auch so dieser Bereich Umgang mit Handy, mit Schulden und solche Dinge, wo ja unsere jungen Leute heute gar nicht mehr wissen, dass man die Euros, die man ausgibt und vertelefoniert, auch erst einmal verdienen muss. Solche Dinge werden halt auch verstärkt im Unterricht Berücksichtigung finden. Die Volksbank Bruchsal-Bretten bietet als Kooperationspartner Praktika an, die dem Nachwuchs das Berufsbild Bankkauffrau bzw. Bankkaufmann näher bringen sollen. Bankmitarbeiter hingegen bringen die Schuldenfalle in die Klassenzimmer. Diese Seminarreihe soll den Schülern den richtigen Umgang mit Geld vermitteln. Und es gibt den Berufsnavigator. Berufsnavigator heißt so viel, dass die Schüler zu uns kommen auf die Bank, mehrere Schüler zusammen, und dann sich gegenseitig entsprechend beurteilen. Das heißt also, sie versuchen die Stärken des jeweiligen Mitschülers zu bewerten. Aufgrund dessen werden 50 Kennzahlen entsprechend oder Kennmerkmale des Schülers entsprechend eruiert und auf ein bestimmtes Berufsbild dann abgeglichen. Und ich finde, es ist ganz wichtig, die Schule öffnet sich dadurch, die Unternehmen beteiligen sich am Schulleben aktiv und gerade auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge können über eine solche Kooperation mit einer regionalen Bank, mit der regionalen Volksbank Bruchsal-Bretten, natürlich ganz besonders in die Schule hineingetragen werden. Und da wünscht sich der Bürgermeister eine aktive Beteiligung miteinander. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man zum Beispiel von der Bank her auch Mitarbeiter der Bank Themen, aktuelle Themen, wir sind ja jetzt gerade mitten in der Euro-Krise, im Schulunterricht anspricht, mit den Schülern diskutiert und ihnen aufzeigt, dass nicht alles, was irgendwo geschrieben steht, bare Münze ist, sondern dass man in der Tat auch vieles hinterfragen muss. Wirtschaft wird nun sicherlich auch zwischen der Volksbank Bruchsal-Bretten und der Realschule Oberderdingen Schule machen. Mit einer frühzeitigen Berufsfindung zu den Fachkräften von morgen. Genau das will das Projekt Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe mit den Kooperationen erreichen.